Hallo Leute und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Part 197 meiner Let's Play Minecraft Serie. Tracer wieder für euch am Mikrofon und ist das nicht eine wahnsinnig schöne Atmosphäre hier? Ich finde es wahnsinnig toll, ich bin sehr begeistert, was draus geworden ist und ach ja, mein Schatzi, falls du zuschaust, ja, an meiner Freundin, die sind nicht auf dem Boden fest anliegend. Die haben einen Stängel. Ja, und das beinhaltet hier, das sind vier, die sind alle schwebend. Ja, so hier, die einzelnen sind auch schwebend. Die Dreierfelder, schwebend. Alles schwebend. Ja, so. Ja, wir sind hier jetzt letztes Mal stehen geblieben. So ein bisschen, ne? Hier das zu begrünen. Hier ist noch ein bisschen was frei. Aber das ist jetzt nicht so wild. Schlimmer ist, dass hier noch keine Begrünung stattgefunden hat. Das bedeutet, wir schnappen uns jetzt mal das Knochenmehl. Und begrünen das mal. Mit Seegras. Finde ich, ist sehr schick. Darf nicht fehlen. Wirkt direkt ganz anders. So, hier natürlich auch. Große freie Fläche. Nichts los. Bisschen Seegras und schon ganz andere Atmosphäre hier. Wunderbar. Gut. Ja, viel besser. So, hier ist Sumsum. Na, lass ihn nicht stören. Und, ja, das nimmt auch alles seinen Lauf. Was wir machen können, ist auf die Seite hier noch ein bisschen Blumen hinsetzen. Gierlauch zum Beispiel oder blühende Azalee. Die wächst ja, soweit ich das weiß, nicht von alleine. Das bedeutet, wir können ihn hier als Busch benutzen oder einfach nur als Zierde. So. Der wächst halt nicht größer. Bin ich fest von überzeugt, dass das so war. Ah. Ja, hier finde ich gut. So. Ich war fest überzeugt, die wachsen von alleine nicht groß zum Baum. Das ist denn ja ideal. So. Oh, schick. Das bleibt ja so hell. Oh, da müssen wir das wahrscheinlich sogar noch umändern hier in dieses. Ist echt schick. Wusste ich nicht, dass das hell bleibt, wenn man das im Sumpfgebiet benutzt. Natürlich hübscher, ne? So, auf jeden Fall, was wollten wir? Wir wollten hier auf der Seite noch ein bisschen begrünen. Ein paar Blumenpflanzen. Lieder. Boah, nö, ein bisschen Porzellansternchen können wir nehmen. Und die blauen können wir da auch benutzen. Die sind ja auch schon schön da. Können wir einfach noch ein paar lilane dazusetzen. So. Brauchen wir gar nicht so mit Asen. So ein paar Dinger macht schon was aus. So, hier. Hier. Ein paar Porzellansternchen daneben. Ah, komm, den sieht man ja gar nicht so. Ich finde, das macht schon viel aus nachher. So. Kann ich hier auch noch welche setzen? Ja, wunderbar. So.
Schick, schick. Gut, das haben wir. Ja, das macht schon wieder was aus. So, als nächstes haben wir ja noch ein bisschen Weizen da oder noch besser finde ich Karotten und Kartoffeln, einfach weil das ein schöner, knallig, grüner Busch, sag ich mal, wird. Dann nehmen wir halt einfach mal die Eisenhacke und machen hier mal Möhren hin, Kartoffel daneben. So, meinetwegen auch mal zwei nebeneinander. Karotte. Und hier mal wieder eine Kartoffel. So, hier kann man meinetwegen auch mal komplett begrünt. So. Knochenmehl können wir noch mal gebrauchen. Haben wir noch was? Jawohl. Aber reichlich. So, Kirschstamm. Fichte. Holz, das alles. So, weg damit. Steinbaum. So, hatte ich irgendwo mal ohne Sinn und Verstand wahrscheinlich abgebaut. So. Lassen wir das mal direkt wachsen. So, können wir nur hoffen, dass die Zombies das heilen lassen. So. Direkt wieder anderes Bild. So. Können wir auch im gleichen Zuge hier natürlich auch nochmal ein bisschen Weizen hinsetzen. Ist natürlich auch schön. Aber halt eher Gelbstich. Im fertigen Stadium, ne? Aber es könnte ja auch genauso gut Schilf sein oder so. Also das ist ja reine Fantasie, die man braucht. So. Wunderschön. So, jetzt wollte ich mich noch daran machen, dass wir Laternen bauen. Da hatten wir, glaube ich, schon Moosteppich sogar dabei. Wir hatten da, glaube ich, schon Eisenklumpen geholt gehabt. Müsste ich aber drum lügen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber mir ist so, als hätten wir hier schon mal Moos geholt, Eisenklumpen geholt gehabt. Eben weil wir das machen wollten. Ich glaube, der müsste dann in dieser Truhe hinten sein. Wunderschön hier mit den Polarlichtern, Nordlichtern. Hatten wir doch gehabt, oder was? Bin ich doch nicht doof. Oder haben wir das alles schon verpulvert? Kann ich beinahe gar nicht glauben. Ach doch, ich hatte welche benutzt für Eimer. Ja gut, dann können hier keine sein. Packen wir das nochmal weg. Das weg, das weg. Das weg. So. Einmal weg, Magma-Block. Kartoffel, Schießpulver. So. Hol ich nochmal kurz neue Laternchen. Bis gleich. So, jetzt im Lagerraum angekommen. Seht ihr, ich habe schon 15 Laternen hergestellt. Habe auch noch Zuckerrohr mitgenommen. Und das große Tropfblatt. Das werden wir da auch noch irgendwo hinsetzen. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon Bambus gehabt hier. Das werden wir demnächst auch mal machen.
Wir haben aber auch zeitgleich noch mal ein paar Melonenkerne rumfliegen und rote Beetesaat haben wir auch. Ist jetzt nicht mein Ziel gewesen, rote Beete hier zu pflanzen, aber wir werden die erstmal ein bisschen vermehren und hier auf jeden Fall die, die wir haben, erstmal sichern, indem wir hier unsere Farm, dass wir die mal hier hinsetzen. Ich will einmal kurz wissen, wie die aussehen. Ja, sieht aus wie Karotten. Nur in Rot. Ja. Na gut. Jetzt weiß ich mehr. So. Können wir die auch nochmal da hinsetzen. Und den Rest lassen wir einfach erstmal so. Dann gehen wir jetzt zurück zur Base. Zur Baustelle. Gucken uns halt einfach mal an, das Ganze. Der Baum ist übrigens schon gewachsen. Ist mir mal so aufgefallen. Ist ja wieder voll. Also hier haust auf jeden Fall noch eine Biene. Schlamm wollten wir auch hinsetzen, habe ich auch wieder vergessen gehabt. So. Können wir trotzdem hier mal den ein oder anderen Zuckerrohr setzen. Machen wir mal den einen weg. Können wir ja mal Zuckerrohr setzen. Ah, nur Zombie. So. Ja, ruhig mal hier ein bisschen was hinsetzen, ne? Auch hier hinten. Ja. Nicht so weit vorn. Das klaut uns nachher nur die ganze Sicht. Ab und zu vereinzeln kann ich hier mal ein, zwei hinsetzen. Na, darf halt nur nicht zur Regelmäßigkeit werden. So. Dann großes Tropfblatt. Okay. Stellt sich das auch wieder hin? Ja, okay. Können wir auch nochmal hier setzen. Können wir auf die Seite packen. Oh. Ein Ertrunkener. So. Ich glaube, wenn, dann muss das schon hier irgendwo hin, ne? Hier, irgendwo im Hintergrund. So. Gut. Das haben wir. Was wollte ich machen? Melonenkerne, genau. Ich wollte hier auch noch Wassermelone wachsen lassen. Und die Pflanze dazu. Weil ich das cool fand. So, jetzt wächst hier auf jeden Fall eine Wassermelone hin. Das Ganze können wir hier vorne auch noch machen. Die wächst halt in irgendeine Richtung, wo halt gerade ein Platz ist. Finde ich aber ganz cool. So. Wunderbar. Das dürfte auch gar nicht lange dauern. Geht eigentlich immer recht flott. So. Stimmt.
Eine Sache noch. Und zwar mit Schlamm. Haben wir noch Schlamm? Wir haben Schlamm. Und zwar will ich den Schlamm hier noch ein bisschen mit einfließen lassen. Sag ich mal. So. Hier mal weg. Hier mal so. Hier vielleicht sogar mittig mal einen rein. Das so unterbrechen, das Muster. Innen mit einen reinnehmen. Ah, hier meinetwegen auch mal zwei. Drei so in der Ecke ist schon ein bisschen zu viel. So. Ja, zwei hier. Kannst du auch hier nochmal. So, zwei setzen. So, ein. Dann einfach mal gegen Schlamm wechseln. Ich glaube nämlich, dass es auch recht gut kommt, wenn hier ein bisschen Schlamm mit bei ist. Es ist und bleibt Sumpf. Und Wasser ist hier in der Nähe und das passt. Also ist das Ganze hier auch ein bisschen aufgeweicht. Denn darf hier auch gerne mal ein bisschen Schlamm sein. Na? Darf halt, muss halt nur im Rahmen bleiben. Na? Wunderbar. So, das finde ich sehr schön. Genau in die richtige Richtung. So, hier noch. Hier mal so. Dann mal meinetwegen 3 und 1 zur Seite. So. Schön, schön. Ja, finde ich gut. Macht schon ordentlich was her. So. Bevor wir hier noch über die 20 Minuten kommen, möchte ich jetzt hier noch tatsächlich das machen, was ich mir auch vorgenommen hatte die ganze Zeit. Und das war hier mit Laternen nochmal zusätzlich ein bisschen auszuleuchten. Steine. Ja. Steinmauer. Ich hole die nochmal schnell. Bis gleich. So, hopp, hopp, hoppity hopp. Ups. So, hier sind wir schon wieder. Jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen die Tiefenschiefer Fliesenmauer geholt. Und hier war ja noch recht düster. Das stellen wir jetzt einfach, ohne lange zu überlegen, hier einfach mal sowas hin. Bringt zusätzlich Licht. Ist mal was anderes. Und was es soll. Das Ganze verteilen wir jetzt hier. Und ab und zu mal ein. So. So. Hier einen hin, meinetwegen. Da einen hin und dann einfach immer eine Laterne obendrauf. Finde ich, ist eine schöne Art, hier noch die Umgebung auszuleuchten. Ups, habe ich den Schlamm vergessen. Schnell mal reinmachen, hat keiner gesehen. So, finde ich, ist eine schöne Art, hier einfach auszuleuchten, Licht reinzubringen, dass hier keine Zombies mehr spawnen. So. Hier noch einen hinpacken. Sollte man schon treffen. Ja. Und dann kann man hier noch einen am Baum ranhängen. Zum Beispiel. So,
Wäre auch schön. Schöne Idee, oder? Die Laterne? Komm, hängen wir hier auch noch eine ran. Finde ich echt schick. Die Idee ist gut. Den haben wir auch schön ausgeleuchtet. Das ist eine tolle Idee. Ja. Kann man machen. Gut, Leute, wir haben die 20 Minuten auch jetzt schon wieder tatsächlich rum. Ging wieder flott. Ich würde sagen, hier hat sich vieles zum Positiven gewandelt. Zum Grün. Und ja, wir haben noch hier zwei Fichtensaat. Das wollte ich schon so lange machen und immer habe ich das nicht getan. Und zwar wollte ich hier noch eine zweite oder noch eine Fichte hinhaben. In der Hoffnung, dass das eine schöne Fichte wird. Jawohl, genau das wollte ich haben. So. Und am besten hier auch noch eine schöne Fichte. Ja, wunderschön. Genau sowas. Die ganze Zeit wollte ich so eine Scheiße da noch hinhaben. Immer vergessen oder nicht dran gedacht halt. Das eine wahrscheinlich vom anderen. Ja, so ist es. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war es hier erstmal für den Part. Haben wir wieder gut was geschafft. Und dann sehen wir uns hier in alter Frische im nächsten Part wieder. Ja. So, machen wir uns nochmal ein Bild von dem Elend. Sieht echt schick aus. So. Ja. Ist doch schön geworden. Mit der Begrünung hier unten. Ja. Kann man ja immer noch mal sich dran setzen, sag ich mal, und sich irgendwas Neues ausdenken. Aber fürs Erste ist das doch total schick. Na gut, Leute. Würde ich sagen, das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.